Minutenpreise von Marco Island oder Naples sind, wenn 45 Autominuten hier am Eingang zum Everglades National Park. Von hier aus starten schon die Airboat-Touren oder einige verschiedene Touren. Wenn man aber noch eine Viertelstunde länger fährt, kommt man nach Everglades City. Ein ganz beschauliches kleines Städtchen inmitten dieser Everglades, von wo aus die meisten Touren geführt werden. Ja, und was kann man dort erleben? Alles, was ums Wasser, mit dem Wasser zu tun hat, das bekannteste wohl sicherlich ist die Airboat-Tour, ist auch der schnellste Weg in die Everglades rein und auch wieder raus. Der sicherste Weg, einen Alligator zu sehen, es ist laut, es ist immer spaßig, das sind Urgesteine, die diese Touren machen. Und ja, in einer Stunde hat man es dann hinter sich gebracht, hat man einmal die Everglades gesehen. Ganz modern, voll im Trend, SUP, Stand-Up Paddleboard. Selber durch die Everglades schippern, ganz eine tolle Geschichte. Oder besonders im Winter, ganz wunderschön, das sind die Poleboote. Wie O Sole Mio steht hier hinten einer, der mit eben diesem Pole das Schiff lenkt. Zu Fuß durch die Everglades aber natürlich auch, eher im Winter als im Sommer. Im Sommer ist es ein bisschen zu heiß dafür. Durch diese Boardwalks, die sind kostenlos und man kann eben selber in die Everglades hineingehen. Highlight, außergewöhnlich, vorausgereist, Swamp Walk. Das ist eine Tour in den Everglades, die für Abenteurer ist. Da ist man in den Everglades sehr, sehr nah und die Everglades einem selber auch. Und dafür braucht man Muster, wie hier. Ja, weil sonst werden die Füße natsch und nass und matschig. Die ganz Mutigen gehen auch ohne Schuhe rein. Wie dem auch sei. Eine ganz besondere Geschichte. Everglades hautnah. Und da in der Gegend, wo diese Swampwalks stattfinden, da ist auch Clyde Butcher zu Hause. Clyde Butcher ist ein Kind der Everglades, ein Urgestein und ein Fotograf, wie er im Buche steht. Er hat die Everglades nie verlassen, liebt die Everglades, hat eine kleine Fotogalerie auf der 41, das ist die Straße, die die Everglades mit Miami verbindet. Da fährt man auf jeden Fall entlang, wenn man dann nach Miami weiterfahren möchte. Und dort mitten auf dieser Straße ist seine Galerie, die ist kostenlos zu besuchen. Und hier werden seine Bilder ausgestellt, die atemberaubend schön sind. Die sind im Großformat gedruckt. Und das ist so ein Gänsehautmoment, den ich Ihnen nicht vorenthalten will, wie er die Everglades sieht, durch seine Linse gesehen und ein absolutes Highlight für jeden Gast, der da entlang vorbeifährt, zumal es den Weg nach Miami entzerrt. Und all diese verschiedenen Tipps und Geheimtipps haben wir für Sie zusammengefasst in dieser Insider-Tippliste. Ganz einfach haben wir geschrieben bei uns im deutschen Büro für Sie, für deutsche Reisebüroagenten, die es den deutschen Kunden geben wollen. Also es sind keine amerikanischen Tipps, sondern für uns ausgewählt. Das, was wir denken, den deutschen Gästen am allermeisten Spaß macht, nehmen Sie sich's mit, liegt hinten aus. Und ansonsten sind wir natürlich für jede Frage offen, die wir beantworten können. So.